Willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Video zu Battlefield 5. Es ist mal wieder soweit, nach ungefähr einer Woche oder ein bisschen länger sogar, habe ich mir gedacht, kann man mal wieder ein neues Video machen, denn es gibt auch wieder ein neues Let's Discuss bei Reddit. Und da gibt es drei Themen, über die gesprochen bzw. diskutiert wurde, bzw. immer noch wird. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir doch auch einfach alle drei. Und es geht im Prinzip einmal um das Spotting-System, um die Animationen und um die Kommunikation. Steigen wir direkt mal mit dem Spotting-System ein. Das Spotting-System in Battlefield 5 vergleiche ich jetzt einfach mal mit Battlefield 1. In Battlefield 1 war es so, dass wenn man einen Gegner sieht und dann beispielsweise an PC an der Tastatur Q gedrückt hat, zumindest war das bei mir die Taste, konnte man einen Gegner markieren. Der wurde dann fürs ganze Team sichtbar, nicht nur für den eigenen Squad. Und dementsprechend konnte man ganz gut aufdecken, wo sich irgendwie Scharfschützen verstecken, Panzer, Fahrzeuge generell und andere Infanterie. Und ich fand, das war eigentlich ein ganz gutes Feature, denn so konnte man mehr oder weniger kommunizieren mit dem eigenen Team und die Leute darauf aufmerksam machen. Denn sogar ein Blinder hätte dann im Prinzip den Gegner gesehen, da er ja dann auch so ein rotes Icon im Prinzip über seinen Schädel hatte, über seinem Kopf, über seinem Charakter. Und das gibt es als solches nicht mehr so ganz in Battlefield 5, denn man hat nur noch die Möglichkeit zu spotten, indem man zum Beispiel Gegner erfolgreich niedergehalten hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn man sie ein paar Mal schon angefragt hat. Oder wenn man sie durch eine Signalrauchgranate bzw. Signal Flares aufgedeckt hat. Genauso funktioniert es im Prinzip bei Panzern, denn da hat man ja zum Beispiel auch die Klassenmöglichkeit als, ich weiß nicht, ob es Ingenieur war, auf jeden Fall einer der beiden Versorgerklassen hatte die Möglichkeit, gegnerische Fahrzeuge zu markieren, sobald man sie einmal beschädigt hat. Und das war eigentlich auch ein ganz gutes Feature. Das heißt, ich finde, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, was das Spotting-System in Battlefield 5 angeht, denn man hat halt nur noch die Möglichkeit, im Prinzip so Gegner ganz vollständig zu markieren, für andere sichtbar, teilweise halt dann auch nur für den Squad. Und man hat halt nur noch dieses, in Anführungsstrichen, man pingt an bestimmten Stellen und kann dann sagen, da in der Nähe ist irgendwie Gefahr oder irgendwie sowas. Und ich finde, das ist halt ein bisschen oberflächlich, denn nur weil man irgendwo hinpingt, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Fahrzeug oder ein Gegner ist, der dann rot markiert wird, dann markiert man einfach nur gelb. Und dann heißt es einfach nur, guck mal da irgendwie in die Ecke. Und die meisten Leute merken das gar nicht, denn das Problem bei diesem Spotting ist auch, dass das nur die eigenen Squad-Mitglieder mitbekommen. Und dementsprechend macht es das Ganze halt ein bisschen schwierig, denn wenn man tatsächlich so richtig auf Kommunikation, das geht ja dann so ein bisschen mit einher mit dem Spotting-System, setzen möchte, dann muss man halt noch zusätzlich kommunizieren, indem man zum Beispiel den Chat benutzt oder tatsächlich den Voice-Chat. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich hatte in den ganzen Stunden, die ich Battlefield 5 gespielt habe, sei es auf der PlayStation oder auf dem PC gewesen, das sind ja mittlerweile schon, sagen wir mal, in Summe irgendwie 400 Stunden, da gab es fast niemanden, der irgendwie da den Voice-Chat benutzt hat, außer wenn er dann irgendwie gemeckert hat, dass man ihn nicht revived hat irgendwie, weil er als Squad-Mitglied down gegangen ist und dann gesagt, ey, beleb mich mal wieder oder irgendwie so. Das war es im Prinzip. Mehr als das an Kommunikation, das war das Höchste an Gefühlen, was das angeht. So, außer man spielt irgendwie mit Teammates, mit Freunden in einem Squad und ist halt tatsächlich darauf aus, dass man das halt so intensiv praktizieren möchte. Wie seht ihr das? Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie schon mehr Erfahrungen damit gemacht, was die Kommunikation angeht? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich allerdings finde das irgendwie ein bisschen, ja, es nutzt halt irgendwie keiner. Wenn ich das vergleiche mit Apex Legends, da hat irgendwie am Anfang, als das Spiel rauskam, jeder hat da Voice Chat benutzt und man hat auf einmal mit Engländern oder irgendwelchen Menschen aus anderen Ländern kommuniziert. Ich fand das irgendwie ganz witzig, dass man das mal irgendwie so gemacht hat. Es war irgendwie so offener. Hier ist es alles irgendwie so ein bisschen, als wenn die Leute alle verklemmt wären. Ich weiß nicht. Viel cooler stelle ich es mir vor, wenn es ein Ping-System geben würde, das so ein bisschen auf Apex Legends basiert. Und zwar, dass man hier kleinere Kommunikationssätze raushauen kann, die von dem Charakter, den man spielt, gesprochen werden. Wie zum Beispiel, jemand ist links von dir, jemand ist hinter dir, jemand ist rechts von dir. Oder nicht unbedingt mal sowas, sondern vielleicht, achte mal auf die linke Flanke, achte mal auf die rechte Flanke. Vorsicht,
Panzer voraus, Vorsicht, Fahrzeug voraus oder Flakgeschütz in der Nähe, irgendwie sowas. Diese ganzen Kommunikationssätze, finde ich, würden auch die Immersion und das Feeling in einem Shooter, gerade in so World War Shooter, würde das weitaus hervorheben und das Ganze nochmal ein bisschen bestärken, meiner Meinung nach. Das würde viel cooler sein, wenn es so kurze Sätze gäbe, die gesprochen werden, und das gab es auch schon alles. Wenn ihr mal zurück überlegt zu Call of Duty 2, wenn jemand von euch Call of Duty 2 im Multiplayer gespielt hat, da gab es auch mal diese Sprüche, die man raushauen konnte, zum Beispiel sowas wie vorwärts, mir nach und Granate oder weiß ich, irgendwie sowas, das gab's alles schon. Warum bringen die das nicht mit rein und kombinieren sowas mit einem ordentlichen Spotting-System? Das wäre optimal, Freunde, das wäre richtig geil und es gibt auch noch so ein bisschen mehr Tiefe bezogen auf strategisches Gameplay und Squad-Gameplay. Ganz ehrlich, macht das, bringt das raus. Wenn das hier irgendwie mal so ein Mitarbeiter von Battlefield, von DICE irgendwas sieht, Leute, nehmt das mal in euer Feedback auf und sprecht mal darüber. Bringt das mal in euer Battlefield 6. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Und Freunde, wie seht ihr das? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wie findet ihr diese Idee? Oder habt ihr andere Ideen? Habt ihr bessere Ideen? Kann ja sein, dass ihr auch bessere Ideen habt. Oder andere, innovativere. Schreibt mir die in die Kommentare. Ich bin gespannt. So, Freunde, dann kommen wir noch zu den Animationen. Die Animationen, darüber haben wir schon tausendmal gesprochen. Ich sag nur die Revive-Animationen. Ihr wisst, was ich davon halte mittlerweile. Deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ich finde, sowas sollte man so kurz wie möglich halten. Animationen, die einen einschränken für einen gewissen Zeitraum, schön und gut. Zum Beispiel das Nachladen von Waffen ist okay, muss ja auch sein. Wenn es zu lange dauert, ist halt kacke, ne? Ich meine, gut, es ist bei einem MG dauert es natürlich länger, das ist auch vollkommen in Ordnung, ist auch klar, ist auch sinnvoll, bevor man mit einem MG42 unendlich Schuss gefühlt hat, weil man so schnell nachladen kann, klar. Animationen fürs Einsteigen oder Aussteigen bei Fahrzeugen, Panzern und so, klar, natürlich, das ist muss. In Flugzeuge, ja, ins Flugzeug steigt man einmal ein, beziehungsweise spawnt da und hat sich das erledigt. Außer man will da irgendwie rausspringen, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es eine Animation für gibt. Mit dem Reviven, ihr kennt meine Meinung, das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, das passt nicht, wenn das Spiel schnell laufen soll irgendwie. Ein Reddit-User hatte eigentlich eine ganz schöne Idee, und zwar, wenn man durch einen Headshot gekillt wurde, darf man nicht wiederbelebt werden. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe und mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn man schon so gut war, in Anführungsstrichen, jemandem einen Headshot zu geben, dann darf der nicht wiederbelebt werden. Punkt, fertig. Das wäre doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Das würde auch so ein bisschen die Power vom Medic nehmen, so in dem Sinne. Und man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation dazu, überhaupt mal ein bisschen höher zu zielen auf den Schädel, unabhängig davon, dass man Gegner damit schneller ausschaltet, aber trotzdem viele, und ich selber auch, machen das ja trotzdem nach wie vor, dass sie einfach, Hauptsache man trifft den Gegner so, wisst ihr, wie ich das meine? Wenn man dann schon den Luxus hat, dem Gegner einen Headshot zu geben, warum nicht? Dann wird man dafür sogar noch mehr rewarded als vorher, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie seht ihr das mit den Animationen? Ach genau, eine Sache noch, wenn man irgendwo drüber klettert, die Drüberkletter-Animation, okay? Das ist auch etwas, das ist vollkommen in Ordnung, dass es das gibt. Aber wenn ich dann ständig an so einem kleinen Stein hängen bleibe und 10-mal da drüber kletter als Animation, aber immer noch davor stehe, dann krieg ich zu viel, Freunde. Das ist echt ätzend. Und deswegen, das ist etwas, ich hoffe, dass das in dem nächsten Battlefield etwas ist, was irgendwie gefixt wurde, was nicht mehr so häufig vorkommt oder passiert. Das ist an manchen Stellen passiert, ist okay. Kann man ja auch nicht an allen Stellen irgendwie genau wissen, wie sich dann der Soldat an allen möglichen Stellen der Map verhält, es sei denn, man hat irgendwie 10 Jahre Entwicklungszeit oder so. Und deswegen, ja, mal schauen. Wie seht ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare. Was haltet ihr von der Animationsgeschichte und so weiter? Und von dem, was ich vorhin schon gefragt habe, ich bin gespannt auf eure Antworten. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit für Off-Topic. Und zwar, Crysis wird wahrscheinlich diesen oder nächsten Monat released. Wird dann auch auf dem Kanal gezeigt. Ich versuche das Let's Play so zusammenzuschneiden, dass die Parts maximal 20 Minuten bis 25 Minuten gehen. Und zeige euch dann die Story mehr oder weniger von dem Spiel. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf. Battlefield 1 kommt richtig gut an. Das freut mich sehr. Ist ja auch Battlefield im Prinzip. Das neue Call of Duty, da wurde jetzt das Easter Egg mehr oder weniger gelöst. Die Leute haben sich zusammengesetzt, ist alles geschafft und so weiter. Und am 26. wird das Spiel offiziell revealed. Es gibt schon einen kleinen Mini-Trailer. Vielleicht lade ich den hoch und teile meine Gedanken mal dazu. Aber ich habe irgendwie ziemlich Bock drauf. Und je nachdem, wie gut das aussieht und wie innovativ das ist, werde ich das eventuell auch mal intensiver spielen, auch im Multiplayer-Modus, denn Battlefield 6 dauert noch ein bisschen und das wäre dann ein idealer Ersatz dafür so lange. Und wenn ihr auch Battlefield 1 Multiplayer-Videos sehen wollt, nach wie vor, dann könnt ihr mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das wie immer mit dem Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, haut rein und wie immer, ciao, ciao.